Tja, guten Morgen, Freunde. Peter von der Liffene Camper hier. Erstmal obligatorischer Kaffee. Tja, ihr seht mich im Moment nicht ganz so glücklich, vielleicht ein bisschen nachdenklich, ein bisschen traurig und. Aber gut, eigentlich wollte ich so ein ziemlich hass erfülltes Video machen. Aber ich habe jetzt, da konnte ich jetzt 2 Tage drüber gut schlafen halt. Und naja, also mache ich das ganze Video einmal nochmal. Und tja, ich war ja letztes Wochenende war ich in Lich. Ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen. Ich war ja das letzte Wochenende in Lich. Und da habe ich auch viele kennengelernt, die selber im Wohnmobil wohnen, Schicksalsschläge hinter sich haben und obdachlos sind. Sagten, oder was heißt obdachlos? Ohne festen Wohnsitz gemeldet. Und weil die halt im Wohnmobil leben. Und ich habe immer eigentlich gedacht, das müsste nicht sein, man bräuchte eine Meldeadresse, aber dem ist nicht so. Und das ging auch relativ zügig. Ja, wie soll ich das sagen? Ging relativ zügig. Am Montagmorgen habe ich auf dem Instagram-Kanal noch so schönen guten Morgen gepostet und sowas alles. Ein schönes Bild aus Abisko war das noch. Und dann habe ich Post gekriegt. Ja, und da war dann die Antrag auf Scheidung drin. Ihr wisst ja, dass ich von meiner Frau, oder jetzt kann ich auch sagen Ex-Frau, getrennt lebe, auch schon länger. Und auch ganz offiziell beim Finanzamt angezeigt. Und tja, auf alle Fälle brauchte ich dann noch mal ein paar Unterlagen und sowas alles. Und ich war ja auch noch bei meiner Ex-Frau gemeldet. Und tja, wie soll ich das jetzt sagen? Halt, ne? Ja, bin ich erstmal wirklich hasserfüllt, glaube ich, mal losgefahren. Habe mir auch unterwegs richtig Luft gelassen, auch aufgenommen. Aber das würde, glaube ich, zu weit gehen, wenn ich das posten würde. Und deswegen mache ich eigentlich ein neues Video. Und ja, und auf alle Fälle war ich nicht untätig. Habe Unterlagen zusammengesucht für die Scheidung. Ihr glaubt gar nicht, was sie alles wissen wollen und. Und alles Mögliche. Ja, und da war ich natürlich am Überlegen, was mache ich? Ich sage, gemeldet bleiben will ich da nicht. Und dann habe ich viel in den, es gibt ja ganz viele Foren auf Facebook und sowas mit Leben im Wohnmobil und sowas alles, mich dort erkundigt und. Und dann Telefonate geführt mit Einwohnermeldeamt, Finanzamt. Ein Finanzamt deshalb, weil ich ja aus der Schulen, aus der Selbstständigkeit noch habe. Und mich erkundigt, was brauche ich eigentlich dafür, um mich ja eigentlich wohnungslos zu melden. Ja, kurze Rede, langer Sinn oder wie auch immer das heißt. Das schneide ich, glaube ich, raus. Ja, und dann habe ich ein paar Telefonate geführt, ja, mit dem Einwohnermeldeamt, mit dem Finanzamt. Finanzamt deshalb auch nicht nur den Schulen wegen, sondern in welcher Steuerklasse rutsche ich rein. Aber das hat sich ganz gut revidiert. Ich sage, ich bleibe in meiner Steuerklasse 1. Wir haben ja damals mit Anzeige der Trennung wurden uns beide Male die Lohnsteuerklasse 1 zugewiesen in dem Moment halt und die bleibt mir auch. Und ja, Einwohnermeldeamt, da hat es ein bisschen länger gedauert, weil die, wo ich ja gemeldet war, anscheinend nicht so ganz den Fall hatten sie, glaube ich, noch nicht. Also nach ganz vielen Telefonieren und Warterei, aber total nett, die zwei Damen. Und ja, habe ich es dann jetzt hingekriegt und bin jetzt im Inland abgemeldet, also in Deutschland abgemeldet praktisch halt, ne? Und lebe jetzt wirklich zu 100% in meinem Wohnmobil. Das ist so ohne Meldeadresse. Ich musste eine Postadresse angeben. Die habe ich, ist gar kein Problem. Und jetzt eine Abmeldebestätigung habe ich. Und guck mal, ich zeige euch das mal. Jetzt muss ich mal ein bisschen was zudecken. So, da, so sieht das dann aus.
Sieht man das? Ja. Es wird nämlich nur noch eingetragen, dann die letzte Gemeinde und die Postleitzahl. Ja, ich stehe jetzt noch, das zeige ich nach euch nochmal, wo ich da hingefahren bin. Und das wird ein bisschen gestückeltes Video, weil ich wirklich ja die hasserfüllten Szenen, die will ich da raus haben. Ich will das auch jetzt eigentlich, ja, eigentlich ziemlich schnell hinter mir bringen, die Scheidung. Und deswegen haben wir uns auch, ja, wie soll ich das sagen? Ich probiere das wirklich dann halt mit einem Anwalt. Viele werden jetzt schreien, warum machst du das und. Aber ich bin jetzt seit 4 Jahren von meiner Frau getrennt und ich möchte das eigentlich einmal abschließen, komplett hinter mir lassen, das Ganze. So. Naja, habe mich unendlich traurig gefühlt. Warum auch immer, warum ich das eigentlich nie selber vorangetrieben habe, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man ja fast 25 Jahre Ehe oder mittlerweile gehen wir ja auf das 28., 29. Jahr zu. 95 geheiratet. Tja, 28 Jahre. Zu. Und ich kann sowas halt einfach nicht wegschmeißen. Das ist einfach so. Ja, und so schnell geht das, ne? Erst haben wir noch damals im Licht gestanden. Oder ich und da mit vielen Vanlifern gesprochen da und auch wirklich Schicksalsschläge. Da geht es mir wirklich gut mit meinem Abu und mit einem, der alles verloren hat in der Corona-Zeit. Und dann ja auch obdachlos geworden ist, wirklich wie ich. Hat jetzt einen Lieferwagen über einen Freund gekriegt und sowas alles. Da hatte ich nur hinten nur eine Matratze drin und sowas. Ne? Ein Porta-Potti, einen Wasserkanister und sonst was. Ne? Aber. Oder die Studentin, die ich da getroffen habe, die sich ganz einfach, ja, dass vielleicht die Studentenwohnung nicht leisten kann und. Sie wird zwar ein bisschen von den Eltern unterstützt, aber halt auch nicht so viel halt, ne? Und um Kosten zu sparen, halt wirklich in so einem kleinen Kassenwagen wohnt halt, ne? Das war ganz interessant auf dem Stellplatz, was man da so, wie viele Leute man da getroffen hat, die ähnliche Schicksale haben, Schwierigkeiten haben, hatten oder die sich das auch selber ausgesucht haben. Ich habe da auch noch ein Ehepaar, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind, getroffen. Das sind auch YouTuber und die in Griechenland rumfahren, Albanien und sowas alles. Und da konnte man mal so ein bisschen hinter den Kulissen gucken, was da eigentlich ist. Man hat sie eigentlich gar nicht so gesehen. Ich glaube, die zwei, die waren nur am Arbeiten. Die sind mit zwei Wohnmobilen gefahren. Ein Kassenwagen und ein normales Wohnmobil. Hat mich ein bisschen gewundert. Naja, keine Ahnung. Ich weiß selber, was für Arbeit das ist mit Videoschneiden und sowas alles. Und ja, und auf alle Fälle. Ich muss mich nicht den Faden verlieren. Ich muss mir das wirklich irgendwann mal aufschreiben, was ich rede. Halt, ne? Tja. Ja, auf alle Fälle, jetzt nennt man das obdachlos. Das wird nicht mehr eingetragen. Das wird wirklich nur noch dem letzte Gemeinde, wo man gemeldet war, wird eingetragen mit der Postleitzahl und das war's halt. Und das Wichtigste ist, ich rutsche nicht in der Steuerklasse 6 rein, weil ja, dann könnte ich mir eigentlich fast direkt den Strick nehmen. Das ist so habe ich ausreichend Geld zum Überleben. Und ja, und wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist eigentlich, sind wir Deutschen zu stolz, um uns Hilfe zu holen? Ich weiß von den einen, der da im Wohnmobil wohnt oder in seinem Kastenwagen wohnt, Haus, ja wohnt, und der war nicht auf dem Amt, ne? Der ist pleite gegangen, muss hat alles verloren, so wie eigentlich wie wir auch, Haus und. Und der hat sich keine Hilfe geholt. Der ist nicht zu den Behörden gegangen und hat sich Hilfe geholt, will er auch nicht. Und ist man da zu stolz für als Deutscher? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gibt Menschen, ich war noch nie auf dem Amt. Das ist so. Ich war noch nie arbeitslos gemeldet. Immer nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Tja. Ich glaube, wir Deutschen sind oder ein Teil der Deutschen ist einfach zu stolz dafür, sich helfen zu lassen halt, ne? Vielleicht müsste man sich wirklich mal so ein bisschen eine Mentalität
ja, der Flüchtlinge aneignen. Ich weiß es nicht. Es darf das nicht rechts rüberkommen. Ich finde das schlimm, was passiert ist auf der Welt und und. Aber die sind da, glaube ich, deutlich nimmfreudiger. So, ich glaube, ich habe das gut im Schiff. Ja, und es gibt halt viele Leute, das sehe ich tagtäglich da, wo ich stehe in der Nähe, die, ich weiß es nicht, die Rentner, die, wenn ich das sehe, hier rund um Gießen und oder in den ganzen Städten, dass die deutschen Bürger die Pfandflaschen suchen müssen und. So, das will mir alles nicht so ganz in den Kopf halten, ne? Naja, aber das ist, glaube ich, auch ein anderes Thema. Ja, jetzt bin ich natürlich am Überlegen, wie ich das Video nenne. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Ich habe da mal sowas, was ein bisschen vorformuliert, nachdenklich eigentlich heißt das. Und ich weiß es noch nicht so ganz, was ich mache. Ja, auf alle Fälle jetzt 100% im Wohnmobil. Tja. So ist das. War schon ganz schön mulmig, wo ich hierher gefahren bin. Ich glaube, ich habe gar nicht geschlafen gehabt die Nacht. Ich habe nur am Nachdenken, was machst du und. Aber das sind dann halt so Situationen, da muss man was machen. Und tja, naja, mir geht es wirklich gut. Ich zeige euch nachher nochmal, wenn die Sonne hochkommt. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Ich habe wieder nicht gut geschlafen. Das ist gerade 5 Uhr. Ist das gerade, kann ich euch mal zeigen. Ja. 5 Uhr. Ich glaube, ich bin schon geduscht. Ich habe schon meinen Kaffee habe ich hier in der Hand. Ganz wichtig. Naja, auf alle Fälle ist das aber auch vielleicht, glaube ich, so für mich, so sehe ich das jetzt gerade mit der Scheidung, die da jetzt ansteht, dass das ja, ein Neuanfang ist halt, ne? Und das war doch immer irgendwie, war man immer wieder verbunden miteinander. Und naja, gab auch viele Tränen, wo wir uns verabschiedet haben und sowas alles halt, ne? Wir haben natürlich geredet. Sind erwachsene Leute und wie wir das machen und. Und ich will auch nicht im Streit auseinandergehen, das ist einfach so. So. Tja, nachdenklich, immer noch. So, aber das wird mich auch ein bisschen verfolgen, halt noch und. Ja, ich bin halt nicht so gestrickt, der dann auf. Im ersten Moment bin ich dann manchmal innerlich ziemlich aufbrausend. Ich glaube, wenn ich das andere Video online stellen würde, ach herrje, darf ich gar nicht drüber nachdenken, was ich da alles geschimpft habe und. Und ich habe es aber abgespeichert einfach mal. Und naja, und jetzt habe ich mir gedacht, das kann ich so nicht senden. Und deswegen sehen wir uns jetzt hier gerade in der frühen Stunde. Sag's. Ne, damit ich das nochmal so ein bisschen erzählen kann und. Ja, heißt ja auch, I live in a camper, ich lebe im Camper. Tja, vielleicht müsste ich den Namen jetzt mal ändern, ich lebe zu 100% im Camper. Aber so schnell geht das, ne? Am Wochenende habe ich noch echt gedacht, dass das, also da vor 2 Wochen war das ja. Das Wochenende und echt gedacht, okay, Meldeadresse brauchst du, da geht's dir wirklich gut und jetzt ist man selber in der Situation. Das ist schon, was heißt Situation? Es ist ja nicht schlimm. Ich habe mir das ja ausgesucht und ich mache das ja schon seit 4 Jahren. Es ist ganz einfach nur so, dass ich halt nicht mehr in Deutschland gemeldet bin. Was heißt in Deutschland noch? Bin ja abgemeldet ins deutsche Inland. Wusste ich auch nicht. Ich hätte mich auch ins Ausland abmelden können. Aber das will ich gar nicht. Und das war hochinteressant, wo ich da saß beim Einwohnermeldeamt und wie die zwei Damen telefoniert haben und. Ne? Das ist schon, hätte ich auch machen können, mich ins Ausland abmelden können. Und dann hätte ich halt, aber dann ist das so irgendwie so geteilt, 108, dann darfst du nicht länger als 160 nicht länger als 180 Tage in Deutschland aufhalten und so ist es jetzt, ich darf mich nicht länger als 180 Tage im Ausland aufhalten und sowas alles. Total kompliziert, die Deutschen.
Das ist so, das habe ich gemerkt halt. Ja. Naja. Jetzt, ja, wie geht's jetzt weiter? Eigentlich bleibt alles so beim Alten. Ich zu arbeiten. Ich sage, ich habe meinen Job, 30 Stunden, ein bisschen mehr Freizeit. Ich will mich mehr auf Fotografie konzentrieren. Hab noch so ein paar, habt ihr ja mitgekriegt, noch ein paar Projekte. Und was mich heute so ein bisschen gefreut hat, ist, ich habe eine E-Mail reingeflattert gekriegt, ob ich nicht mal, obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich die für ernst nehmen soll. Kann ich euch mal einblenden, mache ich mal ein Foto von. Ob das fake ist, das weiß ich nicht. So mit einer Kooperation, um Kameras zu testen und sowas, ich weiß es nicht. Ich tue das mal mit einblenden. Das kommt jetzt in der nächsten Sequenz, tue ich euch mal die E-Mail einblenden als Foto. Ne? Und ja, und auf alle Fälle weiß ich nicht, ob das fake ist oder nicht. Da könnt ihr ja mal fragen. Und ja, kommt eigentlich schon. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen, weil die ganze Situation nimmt mich ziemlich mit. Naja, egal. Ich darf nicht immer hier so drüber, viel drüber nachdenken. Ja, Kooperation. Dann sollte ich Akkus oder Kameras testen, keine Ahnung. Ich kann nicht so gut Englisch oder nicht mehr so gut Englisch. Ich muss mir das immer übersetzen. Wollen, dass ich GoPro-Kameras oder GoPro-Akkus teste und Akkuladegeräte teste. Naja, wie gesagt, ich blende euch das mal ein. Und weil ich mache die meisten Videos, die mache ich ja mit der GoPro hier, die ich auch von meinen Arbeitgebern teils gestellt gekriegt habe. Sag, um die Fahrzeugvideos zu machen. Ja, die Fahrzeugvideos, das war ja alles so ein bisschen kontrovers mit der Darstellung. Aber vielleicht findet sich dann noch wie heißt das? Non nee, Nonsens nicht, Konsens. Ja, vielleicht findet sich dann noch wieder was, damit ich wieder die Fahrzeugvideos einstellen kann. Das liegt mir auch sehr am Herzen halt. Ne? Aber ja, mein Fokus, der liegt wirklich jetzt eigentlich im Moment mehr auf die Fotografie wieder. Auf meine Fotografie, auf mein Wandern und halt. Das ist so. Tja. Tja. Was hatte ich in den ersten Videos gesagt? Das kann ich vielleicht noch wieder reinmachen. Ich hatte ja mal einen Film gemacht. Nach jedem Hoch kommt, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Aber eigentlich müsste ich jetzt auch wieder sagen, nach jedem Hoch kommt ein Tief. Ich weiß nicht, ob ich das so nennen kann. Ich suche immer noch nach dem Titel für diesen Film. Aber ich glaube, der wird so nachdenklich heißen oder sowas in der Art. Ja, weil mich das Wochenende da endlich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Das ist so was so. Ja, mit den meisten, ich weiß heißt nicht mit den meisten, aber mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, ist ja wirklich, ne, die alles verloren haben und keine Meldeadresse mehr haben und sowas alles, und ja, obdachlos sind, muss ich mich ja jetzt eigentlich so mit dazu zählen, aber dass sie trotzdem ihren Lebensmut haben. Das ist so, und dass sie zufrieden sind mit ihrer Lage. Also, das finde ich schon. Hut ab. Also das ist schon, die das Beste aus ihrer Situation machen, nicht den Kopf in den Sand stecken und. Tja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon geredet habe. Jetzt habe ich ja bald 20 Minuten ununterbrochen geredet. Naja, schauen wir mal. Naja, muss ja jetzt mal sein. Ich brauch euch mal wieder so ein bisschen als Sprachrohr. Das ist so. Tja. Naja, gucken wir mal. So, meine Lieben. Ich muss noch ein bisschen was machen. Ich muss jetzt auch gleich langsam mal losfahren, wieder Richtung Arbeit. Ich bin noch hier in der Nähe. Ich stehe übrigens genau da, wo ich die Dachhaube verloren habe, an der Hohen Warth, an dieser Doppelschleuse am Mittellandkanal. Den zeige ich euch nachher nochmal, wenn es draußen hell ist. Aber es ist ja noch dunkel. Und ich bin hier noch zugange. Tja. Ist schon alles sowas. Naja, ich muss jetzt erstmal frühstücken. Ich darf das nicht vergessen. Ich glaube, ich habe gestern gar nichts gegessen. Ich weiß es gar nicht.
gesagt, weil mir das alles so ein bisschen auf den Magen schlägt und sowas alles halt, ne? Tja. Naja, so liebe Leute. Bevor das Video zu lang wird, jetzt sind es schon 20 Minuten, tue ich es einfach mal jetzt beenden und wir hören uns auf alle Fälle. Ich muss auch noch ein bisschen was machen. So, ich muss noch das Video über die Dachhaube, über den Dachlüfter schneiden. Das heißt, ich habe ja einen Dachlüfter eingebaut und sowas alles. Ist auch dicht, hat auch gut geregnet, also habe ich ganz gut hingekriegt, glaube ich. Das ist das Wichtigste. Habe ich alles komplett selber gemacht. Ja. Tja, ne? Alles klar, Leute. Ich wünsche euch was. Peter von der Live in the Camper.